Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Sehen Kinder zu viel Fern? In meiner Präsentation möchte ich mich mit dem Thema Sehen Kinder zu viel Fern beschäftigen. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Mein Kind guckt fern, seit es 3 ist. Anfangs ca. 15 Minuten. Jetzt, ein Jahr später, bis zu 30 Minuten pro Tag. Es gibt aber auch Tage ohne Fernsehen und ich kann diese jedem weiter empfehlen, weil Fernsehen schaden kann. Als Kind durfte ich auch nur Gute-Nacht-Sendung schauen, was damals insgesamt nur eine halbe Stunde betraf. Danach musste ohne Diskussion ins Bett gehen. Ich denke, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn die Kinder zu viel fernsehen. Aber in meinem Heimatland, die Kinder sehen zu viel fern. Bei uns Kinder zwischen 3 und 5 Jahren fürchten sich oft vor Dingen, die für sie ungewohnt sind. Zum Beispiel die Kleinen ihre älteren Geschwister bei kämpferischen Videospielen beobachten oder sehen Serien, der für Erwachsene sind. Neben den Eltern und den Lehrern ist auch das Fernsehen eine wichtige Informationsquelle ist. Und das ärgert mich manchmal. Jede Münze hat aber 2 Seiten, also es gibt ein paar Nachteile und auch Vorteile. Als Vorteil höre ich häufig das Argument, dass es gibt unterhaltsame und manchmal lehrreiche Inhalte für Kinder im Fernsehen. Und es kann eine gute Gelegenheit sein, sich als Familie etwas näher zu kommen. Ihr Kind erfährt etwas über Menschen und Plätze auf der Welt. Es kann seinen Wortschatz erweitern, lernt Farben, Formen und Zahlen kennen. Aber zu viel Fernsehen und Bildschirm kann ihre Kinder süchtig machen und den Augen schaden, aggressiv machen. Zu viel Fernsehen kann ihr Kind daran hindern, Fantasie und Kreativität zu entwickeln, gesunden Aktivitäten und Hobbys sowie Lesen, Malen, Sport treiben, fernhalten und das ein großer Nachteil ist. Zusammenfassend wollte ich sagen, dass zu viel Fernsehen ist schädlich. Kinder unter 2 Jahren sollten möglichst überhaupt nicht fernsehen. Vorschulkinder zwischen 3 und 5 Jahren höchstens eine halbe Stunde täglich. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kinder nicht unkontrolliert schauen und wichtig ist, dass sie mit ihrem Kind über das Gesehene sprechen bzw. sich von ihrem Kind die Handlung erzählen lassen. Jetzt möchte ich Schluss machen und mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.